Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwestern im Islam, wir haben uns heute vorgenommen, uns hier einige Sehenswürdigkeiten anzugucken. Aus welchem Grund? Erstmal nicht aus dem Grund, weil das ein Teil der Umrah ist. Das ist kein Teil der Umrah. Die Sahaba, die sind nicht zu diesen Orten gegangen, um die Wände anzustreichen und so zu machen. Das ist Haram, das ist Bidah. Die Sahaba sind nicht hierhin gegangen, um zwei Raka zu beten. Das ist eine Bidah. Aber was man machen kann, warum wir hier hingehen, ist, für Talab al-Ilm, um zu lernen, damit wir uns ein bisschen die Situation besser vorstellen können. Ja, man liest in den Büchern, der Prophet war auf der Flucht und so weiter und so fort, hat dieses und jenes gemacht. Aber es ist anders, wenn man davor steht, vor dem Berg, wo der Prophet sich 3 Tage versteckt hat, wo in schwachen Überlieferungen erzählt wird, dass Spinnen gekommen sind und die Tür zugemacht haben und Tauben davor waren, sodass die Kuffar nicht da reinkommen. Wie gesagt, das sind schwache Überlieferungen. Es ist ein anderes Bild, wenn man einfach mal davor steht, dass man sich das mal vorstellt. In dieser Hitze war der Prophet a.s. mit wem? Mit Abu Bakr dort oben. Und diese Geschichte von der Sir, und ich möchte nur 10 Minuten überall reden. Ja, das kurz zusammenfassen, die wichtigsten Lehren daraus. Liebe Schwestern im Islam, und ich will mal wirklich auf die Uhr gucken, ich versuche das in 10 Minuten zusammenzufassen. Erstmal, liebe Geschwister, ihr müsst euch vorstellen, wie anstrengend dieser ganze Weg ist. Ja, für wen hat der Prophet a.s. und er war 3 Tage dort oben, für wen hat er das auf sich genommen? Er hat das für uns auf sich genommen. Denn er hätte auch Utbah ibn Rabia, als Umar al-Khattab den Islam angenommen hat, ihm alles angeboten. Er hat gesagt, ach, du bist mit einer gewaltigen Sache gekommen. Du bist mit einer gewaltigen Sache gekommen, aber du hast die Gemeinschaft gespalten und du hast die Götter von uns und die Religion kaputt, schändlich gemacht und du hast unsere Lebensweise kritisiert und so weiter und so fort. Und dann bietet er ihm an, König zu werden, Geld zu geben, ja, Führer zu werden. Alles bietet er ihm an. Aber was sagt der Prophet? Nein. Und der Kampf geht weiter, danach fängt ein Boykott an. Das war im 7. Jahr. Wann hat Umar al-Khattab den Islam angenommen? Hamza? Zulhijja, 6. Jahr. Dann kam, ich möchte euch den Kontext erklären, dann kam 3 Jahre Boykott. Die Mushrikun sind rausgegangen, sind 3 Jahre boykottiert worden, haben kaum was zu essen und zu trinken gehabt. Dann, was ist passiert? Der Boykott wurde gebrochen. Dann ist Abu Talib gestorben. Dann ist wer gestorben? Khadija gestorben. Dann danach ist er nach Taif gegangen. Hier. Über diese Berge, jetzt nicht unbedingt dieser Berg, ja, und dort ist er gesteinigt worden, mit Steinen beschmissen worden, dass er in Blut stand, dass er im Blut stand. Und jetzt, danach, was hat er gemacht? Danach hat er sich angeboten, hat nach neuen Wegen gesucht. Die Quraysh wollten ihn schon im 7. Jahr töten. Und jetzt kam Jibril zu ihm und hat ihm berichtet, dass die Quraysh sich gesammelt haben und die haben einen Plan ausgeheckt. Das war zur damaligen Zeit, gab es eine Diya, eine Blutschuld. Wenn du einen getötet hattest, ja, dass man eine Blutschuld zahlen musste. Oder es kam zum Krieg mit den Stämmen. Der Prophet war von welchem Stamm? Benu Hashim. Benu Hashim war einer der stärksten Stämme. Deswegen konnten die anderen Quraysh ihn nicht töten, weil es ansonsten zum Krieg gekommen wäre. Also haben sie gesagt, von jedem Stamm, ein Jugendlicher dringt in sein Haus ein und sie töten ihn gleichzeitig. Weil die Benu Hashim können nicht gleichzeitig mit allen Stämmen es aufnehmen. Was ist? Der Prophet ist morgens raus aus seinem Haus. Es wird berichtet, dass er Surat al-Yasin gelesen hat und ihre Augen geblendet waren. Ja? So, und Abu Bakr war der, den er mitgenommen hat. Und dann sind sie raus. Sie sind von der anderen Seite. Medina ist eigentlich in der anderen Seite. Ja, Medina ist Richtung Norden, hier ist Richtung Süden. Sie sind also über die andere Seite raus, um sich zu verstecken. Da haben sie sich 3 Tage versteckt. Sie haben jemanden gebracht, der die Spuren verwischt. Sie haben jemanden gebracht, der Essen bringt. Sie haben einen Christ, einen Muschrik, Reiseführer genommen, Abdullah ibn Uraykif. Ja? Warum? Damit das nicht auffällt. Damit nichts auffällt. Morgens raus, das heißt, sie haben das sehr geheim gemacht. Dann ist er nachher an der Küste lang gegangen, anstatt durch die Mitte. Das heißt, er hat andere Wege gesucht. Die Quraysh haben auf die Köpfe von Mohammed und Abu Bakr Kamele ausgesetzt, um sie tot oder lebendig zu bringen.
So, ihr habt gerade die Situation verstanden. Es geht jetzt hier um Leben und Tod. Der Prophet versteckt sich dort 3 Tage. Und die Quraysh haben ihn gefunden. Die sind an die Höhle gekommen und die ist ganz klein, die Höhle. Ganz klein, ihr seht das auch auf den Bildern hier, ganz klein. Und dann sagt er, dann sagt Abu Bakr, wenn sie jetzt runter zu ihren Füßen gucken, dann sehen sie uns. Dann sagt der Prophet, alayhi salatu wasalam, ma dhannuka bi ithnaini thalithuhum Allah. Was denkst du über 2 Leute, wo Allah der Dritte mit ihnen ist? Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Liebe Geschwister, dieses Gefühl müssen wir immer haben. Allah ist mit uns. Sei nicht traurig. Guck mal an, der Prophet ist unten in der Höhle. 3 Tage muss er sich verstecken. Aber wie viel Zeit später kommt der Sieg? Wer hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, wo der Prophet sich verstecken muss in der Höhle, dass er wann wiederkommt? 8 Jahre später wiederkommt und Mekka einnimmt und die Mekkaner sich nicht mal trauen zu kämpfen, außer einige kleine Kämpfe. Wer hätte das gedacht? Inna ma'al usri yusra. Wahrlich, mit der Erschwerung kommt die Erleichterung. Und wann ist das herabgesandt worden? In Amul Husn im 10. Jahr, wo Abu Bakr, wo Abu Talib und Khadija gestorben sind. Brüder und Schwestern, das müsst ihr verinnerlichen. Ja, der Islam wird bekämpft. Ja, du wirst auf die Probe gestellt. Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Ja, der Islam wird bekämpft, aber innama ma'al usri yusra. Wahrlich, mit der Erschwerung kommt der Erschwerung. Wie schwer war es hier gewesen? Wer hätte gedacht, wenn denen das einer erzählt hätte, in 10 Jahren kommt der, der sich in der Höhle versteckt, wieder und wird die erobern? Taif im 10. Jahr. Ach, der Prophet wird vertrieben. Hunderte Leute um ihn herum schmeißen ihn mit Steinen. Zayd ibn Harith stellt sich vor ihm. Der Prophet, das Blut läuft an seinem Körper runter. Seine Füße stehen im Blut. Wer hätte gedacht, dass derselbe Mensch, der vertrieben wurde, im Jahre 8, das heißt 11 Jahre später, wiederkommt und Taif umzingelt und einnimmt? Wer hätte das gedacht? Deswegen, Bruder, wir dürfen nicht aufgeben. Das müssen wir aus dieser Geschichte lernen. Wir dürfen nicht aufgeben. Zweitens, wir dürfen die Angriffe auf uns nicht als Zeichen sehen, dass wir falsch liegen, sondern im Gegenteil, dass wir richtig liegen. Was hat Warraq ibn Nawfi gesagt? لَنْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ قَتْ إِلَّ عُودِيَا. Kein Mann ist mit dieser Botschaft gekommen, außer dass er bekämpft wurde. Das ist der Weg. Allah sagt im Koran, Sure 2, Vers 260, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ لِسْتَتَعُوا. Sie werden nicht aufhören, euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion wegbringen. Aber hier, was wird hier gesagt? إِلَّمْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ja, wenn ihr ihm nicht helft, das heißt also auch für uns, den Propheten zu helfen, der Religion zu helfen. Deswegen, jeder von uns, liebe Geschwister, soll seine Aufgabe sehen, soll seine Aufgabe nehmen, soll gucken, wie kann er dem Propheten helfen, wie kann er der Religion des Islam helfen, was kann er tun. Denke nicht, du bist wertlos, ganz im Gegenteil. Ich bin vielleicht jemand, der reden kann. Du bist jemand, der kochen kann. Er ist jemand, der schreiben kann. Der andere ist jemand, der überlegt. Der andere ist jemand, der Geld hat. Die Religion des Islams, jeder hat seinen Tachassus, seine Spezialität. Schaut mal. Umar al-Khattab, was war seine große Stärke, radiallahu anhu? Sein Gedanken, seine Stärke als Persönlichkeit. Ali, radiallahu anhu, was war seine Stärke? Der Kampf. Abu Bakr, was war seine Stärke? Auch diese Persönlichkeit, die er hat. Usman, was war seine Stärke? Das Geld, was er ausgegeben hat. Überlege du, wie du den Propheten, alaihi salatu wasalam, und Chef Allah wird dir helfen. Die Frage ist, wo stehst du? Wo willst du am nächsten Tag stehen? Ich stehe im Paradies, in der Hölle. Und denke daran, dass die Liebe zum Propheten bei dir steigt. Der Prophet, alaihi salatu wasalam, sich dort versteckt hat. Warum? Um weiterzukommen, um weiterzumachen. Er hat nicht gesagt, ach komm, weißt du was, lass was alles sein. Ich bin von Banu Hashim, ich bin von einem starken Stamm. Und ich höre einfach auf, dann lass mich in Ruhe, dann kriegst du eine schöne Arbeit.
und dann lasst ihr mich in Ruhe. Und dann kann ich eine schöne Frau heiraten. Khadija ist gestorben. Ist alles kein Problem. Ich bin von dem Stamm. Ich kann alles haben. Ende aus. Nein. Denn so denken heute viele Muslime in Deutschland. Hey, ich habe ein Haus gebaut bei mir im Heimatland. Und ja, ich will lieber meine Ruhe haben. Ich will in Ruhe gelassen werden. Der Prophet, wenn er in Ruhe gelassen werden wollte, hätte er sich nicht dort versteckt. Er hat sich dort versteckt und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Blicke getäuscht. Ja, diese Geschichte mit dem Spinnennetz ist nicht authentisch. Aber es ist noch wahnsinniger, dass sie davor stehen und es nicht sehen. Ohne Spinnennetz, ohne Tauben. Ja? Die stehen vor der Höhle, die brauchen nur nach unten, aber die schauen nicht hin. Und so wird Allah seiner Religion helfen. Und so wird Allah auch denjenigen helfen, die seiner Religion in der heutigen Zeit helfen. Wie gesagt, das war 10 Minuten, ich schaue.